Heute-Journal-Update mit Gundula Gause. Willkommen. Es war kein guter Start in diese neue Woche. Ein harter Morgen in der Ukraine, wie Präsident Selenskyj sagte. Russland hat einmal mehr das Völkerrecht gebrochen. Die Welt reagiert entsetzt und kündigt mehr Unterstützung für die Ukraine an. US-Präsident Biden sagte Selenskyj in einem Telefonat gerade eben weitere Luftabwehrsysteme zu. Derweil in dieser Nacht viele Ukrainer Schutz in U-Bahnen suchen. Aus Angst vor weiteren russischen Raketen, die an diesem Montag wahllos zivile Infrastruktur zerstörten und Menschen das Leben nahmen. Erstmals seit Juni wurde auch die Hauptstadt attackiert. Jürgen Kehl und Alisa Jung. Und in Oldenburg begrüße ich Ex-General Hans-Lothar Domröse, der über Jahrzehnte im militärischen Dienst viele Operationen auch in NATO-Verantwortung begleitet hat. Herr Domröse, wie bewerten Sie die Luftschläge gegen Zivilisten in der Ukraine? Das ist doch reiner Terror und damit einmal mehr ein Völkerrechtsbruch durch Russland. Und das haben wir am Abend geführt. In New York sucht die Weltgemeinschaft nach Möglichkeiten, Russland weiter zu isolieren. Die UN-Vollversammlung berät in diesen Stunden in einer Und in New York begrüße ich unseren Korrespondenten Johannes Hano. Johannes, den ukrainischen Botschafter haben wir gerade eben am Rednerpult gesehen. Was hat er in dieser besonderen Situation seines Landes gefordert? Kann denn dann in dieser verfahrenen Situation die angestrebte Resolution bringen? Vielen Dank an Johannes Hano, live in New York. Die Folgen dieses Krieges sind vielschichtig, komplex und schwierig, so die Energiekrise. Die Preise explodieren und bringen Deutschland in eine Rezession, die der Weltwirtschaft schon wegen der Pandemie und des Klimawandels droht. Es sollte und müsste also schnell gehen mit weiteren Entlastungen. Doch bis die Ergebnisse der Vorschläge der Gaspreiskommission zu spüren sind, wird es dauern, Winnie Heescher. Und vielen läuft die Zeit davon. Wirtschaft und uns Verbrauchern. Betroffen sind wir alle. Die hohen Energieabrechnungen belasten zunehmend. Schon lang vor Monatsende fehlt vielen das Geld für den täglichen Bedarf. Wie dringend die soziale Komponente bei allen Entlastungsvorhaben ist, spüren vor allem diejenigen, die keine Rücklagen haben oder deren Angehörige Unterstützung nur begrenzt leisten können. Über die Situation vieler Studierender aus Magdeburg, Luisa Huben und Eva Müller. Nach der Landtagswahl in Niedersachsen wird sich nun auch die letzte große Koalition in den Bundesländern verabschieden. Die SPD rund um Ministerpräsident Stefan Weil und die Grünen in Hannover wollen zügig eine Koalition bilden. Mit dem vorläufigen amtlichen Ergebnis der Wahl beginnt unser Nachrichtenüberblick. Und das Herbstwetter wird etwas unbeständiger. Dichte Wolkenfelder ziehen an diesem Dienstag über Deutschland. Im Namen des ganzen Teams danke für Ihr Interesse. Eine erholsame Nacht und bis morgen.